Ist das erlaubt oder ist das halt jetzt in dem Moment halt echt entweder gleich ein Freewin? Weil ich sehe jetzt gerade, ein Spieler ist nochmal connected. Und Miff habe ich ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm gehabt. Und jetzt wird es halt nochmal umso interessanter. Ich weiß jetzt nicht, hat man sich bei North Lions für die T-Side entschieden, weil man wusste, man spielt theoretisch gegen 4? Oder aber ist es jetzt wirklich in dem Fall halt shit happens? Also ich bin gespannt. Fakt ist, wir starten in das Spiel und Miff geht halt sofort mal eiskalt die Mitte hoch, verteilt hier den ersten Headshot, aber Rookie und der neue Spieler Domi, zumindest heute im Ersatz Domi, holen sich hier sofort die Cracks. Nun aber Monax, der hier die Steps hören wird. Das erste Köpfchen, das zweite Köpfchen verteilt. Dritte Köpfchen will nicht, dann ist die Waffe leer und damit die Position weg. Aber damit die Runde auch durch. Und jetzt kriege ich hier gerade einen Hinweis. Nicht mit E, nicht mit I, also Domme. Okay. Vielen lieben Dank. Ich finde halt Domme klingt immer so ein bisschen komisch, aber egal. Vielen Dank für die Info. Habe ich mir auch direkt notiert. Und wir starten in die zweite Runde. North Lions nun erstmal im Ball. Gehen hier schnell über lang. Die Nate von Trap erstmal ohne großartigen Impact auf Scout, den ich triff. Und wieder Domme mit dem Opening. Diesmal gegen Antofgar. Köpfchen aber hier gefunden. Bombe geplantet. 3 gegen 4. Und es werden mit Sicherheit alle über Short kommen, wenn nicht man... Nee. Ja, vielleicht die Scout nochmal. Nein, also es kommen alle über Short für den Retake. Ein Spieler auf lang. Dort ist Domme, der sich da abgestellt hat. Zucker wäre natürlich jetzt noch, wenn man eine Flash hätte. Denn die wiederum ist in den Händen. Und jetzt ist man eben aber auch schon da. Marian aber mit dem Spray kriegt 2. Den dritten kriegt er nicht mehr. Aber die Bombe, sie tickt so schnell. Und damit geht die zweite Runde auch ebenfalls an die North Lions. Trap mit dem Force Buy, eine Scout noch gerade gesaved. Werden aber dann trotzdem jetzt kommende Runde erstmal nicht kaufen können. North Lions, auch wenn man hier nochmal reduziert wurde, Geld ist halt dadurch den Plan dementsprechend auch Akast nachgekauft. River Toby, der einzige, der hier mit einer McKen gerade am Start ist. Das ist dann in dem Moment auch wirklich so der Default-Winkel. Da kann man halt eben auch schon mal rausziehen und sofort das Köpfchen verteilen. Und ich bin mal gespannt, wie North Lions darauf reagieren wird, wie sie das Spiel adaptieren wird. Weil ich habe es eben schon mal gesagt, für diejenigen, die jetzt gerade erst zuschalten, du musst halt Alang, finde ich, als Terrorist einnehmen. Und wenn du da einen abstellst, bringst du halt schon mal Trouble rein. Wenn aber als CT dort immer wirklich oft aggressiv gegengepusht wird, ist das halt eigentlich ideal, um halt das Tempo über Short anzuziehen und schnell den Raum dahin einzunehmen. Jetzt in der Situation Mitte, Smoke geht raus und die Information, dass halt eben Alang auch nichts mehr ist, sofort auf der Flank von der Mitte. Und ich weiß nicht, hier das erste Köpfchen wird schon mal gefunden. Wookie interessiert es aber nicht, der dreht sich einfach um. Nochmal an City der Boost, auch der ohne Erfolg, damit die Bombe auch wieder geplantet und B ist halt einfach schwer zu retaken. Also dementsprechend, die Runde sollte klar an North Lions gehen und so, wie es auch gerade aussieht, Miff nimmt sich schon die AK, bringt sie weg. Ich weiß nicht, gucken wir mal, wo Riddle steht, ob er nochmal irgendwo an eine Waffe versucht ranzukommen. Aber auch der, glaube ich, wird hier nicht mehr irgendwie ansatzweise gefährlich. Somit wird es die dritte Runde für die North Lions. Aber kommen wir generell mal kurz zum Spiel auf das 2 zurück. Terrorist, du musst halt versuchen, Alang einzunehmen und im Idealfall dort einen Spieler auch abzustellen im Pit. Einfach nur, um Präsenz zu zeigen und Trouble zu machen.
Und dann kannst du halt mit deinem B und mit deinen Mittelspielern versuchen, vernünftig um die Raumkontrolle dort zu arbeiten. Und dann kannst du es dir mehr oder weniger halt auch suchen. Also eventuell hast du bis dahin schon längst den ersten Opening Track bekommen und kannst dann gucken, ob du das Spiel über Short und Lang auch in Richtung A bewegst, ob du eventuell die B-Split-Smoke wirfst in CT rein und dann halt eben den Split auf B spielst. Du hast dann auf jeden Fall deine Möglichkeiten. Als CT wiederum musst du halt tatsächlich Runde für Runde schauen, dass du ebenfalls Lang einnimmst, den Raum auch hältst. Solltest du das nicht schaffen, dann eben auch mal die andere Variante zu wählen, Short einzunehmen, dort auch wunderbar einen Boost, den man spielen kann an der Short-Kante. Also es gibt das 2, ehrlich gesagt, als Team spiele ich das 2 durchaus gerne, vorausgesetzt mein Team weiß, wie man das 2 spielt. In irgendwelchen random Faceit-Lobbys oder Matchmaking, wenn man mal Spaß hat, was einfacher zu spielen, sorry, das 2 Permaban würde ich nicht machen. Aber jetzt siehst du halt von Schwepp genau den Aufbau, den du brauchst auf Alang. Du hast einen nämlich lang abgestellt, die anderen beiden können von der Side spielen. Antovka, der jetzt hier gerade blind noch den Frag rausziehen kann gegen River Toby. Das ist mehr Glück in der Situation, Timing-Skill. Ich bin gespannt, wie man hier versucht, nun auf die Side zu kommen. Domme versucht, über den Connector, über die Tunnels Stress zu machen. Checkt aber oben nicht den Boost an K. Und damit wird es jetzt schwierig, auf die Side raufzukommen. Den ersten Close kriegt er, den zweiten. Da sitzt das Köpfchen nicht so schnell. Und somit jetzt nur noch Wookie alleine. Muss die Bombe planten, muss das 1 gegen 4 spielen. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, Schaden zu machen. Also wirklich eine Stelle nach der anderen, ein Track nach dem anderen. Aber nein, Zen macht hier Feierabend, das 3:1 an der Stelle. Weil die AWP in den Händen von, ich sehe sogar Doppel-AWP dort zu viel Trouble reingebracht hat. Und damit den Trap-Jungs aus Russland die erste Runde gönnt. Und auch da ein ganz kurzer Fun-Fact, ich habe es eben schon mal reingeschrieben. Ich muss mich korrigieren. 4 Spieler direkt Global Mute. Klassiker. Auch sehr interessant, dass man da mit einer Doppel-AWP in die Mitte reingeht. Monax, der jetzt den Winkel Richtung Tunnels herhalten wollte. Monax aber direkt mit 2 Kills. Kriegt hier jetzt noch den dritten. Den vierten macht er nicht, aber Antovka wild. Wild sich da mit 2 AWPs hinzustellen. Und schade noch Lions, sie wollten mit der Pistole einmal kurz schnell die Mitte raus, die AWP überrennen. Langkontrolle wieder für die CTs. Diesmal, ihr seht es, North Lions halt direkt schnell in Richtung Short, haben den Raum damit halt sofort gewonnen. Wookie mit der AWP in der Top mit. Sucht das Köpfchen in der Mitte. Jetzt versuchen Late nochmal Lang einzunehmen. Da hat Zen leichtes Spiel, kriegt hier fast noch den dritten hinterher. Da hat die Smoke den Spieler verraten, würde dann auch gegen Short. Und jetzt fällt hier gerade ein Köpfchen nach dem anderen. Wookie, AWP, alleine gegen 5. Der wird die Waffe wegbringen, 40 Sekunden auf der Uhr. Hier wird nichts mehr passieren. Zeit für uns, einmal gerade. Ja, aber wir warten noch einen kleinen Moment. Jetzt heißt es nur überleben.
Mehr wird nicht mehr passieren, von daher Zeit für uns, einmal schnell in diese zwei Fracks reinzuschauen. Zen aus dem Pit, die Smoke, da hört man sie. Und dann ist es halt das erste Köpfchen, das zweite Köpfchen, dass er da einen dritten nicht noch macht. Das ist dann aber auch in dem Moment Glück im Unglück. Und somit erst einmal der Ausgleich für die Jungs von Trap. Woki mit der gesaveten AWP, der Rest geht auf Deagle. Eine Flash in den Händen von Marian. Die wird lang eingesetzt, da soll Wookie also, oder sollte Wookie mit der AWP den Opening setzen. Antofka in der Mitte. Erfolgreich gegen Wibbertobi und Nick. Marian, zwei Headshots. Also ich bin wirklich mal gespannt. Antofka rein auf dem Papier mit 97 Frags, dann 99er ADRs, habe ich vorhin schon mal erzählt. Natürlich wirklich hier aimmäßig der stärkste Spieler auf dem Server in dem Team von Trap. Wieder nur Wookie alleine, diesmal gegen 3. Da hat er keine Chance gegen Zen. Also ich bin wirklich gespannt nachher auf das Interview, was auch wieder ansteht. Ich würde echt da ein bisschen mehr Informationen mir... Also bin mal gespannt auf die Informationen so rum, was da eben in der Niphone passiert ist. Und es würde mich tatsächlich nicht wundern. Und das finde ich dann auch sportlich echt unfair. Schön mit 4 erstmal anfaken. Dann nach dem Motto, ja, lass den Gegner ruhig auf die T-Side. Damit er nämlich da dann sich in Sicherheit fühlt, gegen 4 CTs spielen zu müssen. Und dann halt eben der 5. noch nachconnected. Diesmal mit 4 Krach lang raus. Domme mit dem Opening gegen Zen. Aber man hält immer noch lang. Aber da kommt nochmal der Frag durch die Smoke. Pit also jetzt erstmal eingenommen. Der nächste Kill. Auch, also 3K in der Situation. Jetzt erst der Kill von Monax, der aber auch sofort den zweiten hinterher setzt. Den dritten dann auch noch trifft. Das ist so bitter. Es ist wieder Wookie, der jetzt hier alleine mit der MAC-10 diesmal spielen muss. Da kommst du lang mit so viel Ach und Krach raus. Und dann kassierst du einen nach dem anderen von der AWP. Und dann ist es die Support Flash, die dann Domme rausnehmen kann. Und am Ende hast du halt mit der MAC-10 auf dieser Distanz keine Chance mehr. Richtig Pech gehabt jetzt gerade. Das darf dir nicht passieren. Da in der Short Smoke. Erste gefunden, zweiten gefunden. Über Tobi unten. Wird auch nichts mehr machen können. Diesmal gänzlich und allein. Und grüß dich mal. Servus, dass du vorbeischaust. Oder danke, dass du vorbeischaust. So rum. North Lions auf das 2 gegen das russische Team Trap. Aktuell. Ich will noch nicht mal sagen, dass es nicht so gut läuft. Weil klar, auf dem Scoreboard steht gerade 6-3. Aber hier ist definitiv noch alles drin und da müssen die Jungs nun wach werden. Jetzt mal Doppelmolly Richtung Lang. Domi kommt alleine nur raus. Kein Support dahinter. Aber jetzt ist es halt genau die Chance, die man hätte vorher schon ergreifen können. Einfach schnell über Short
den Raum einnehmen. Jetzt einen vernünftigen Execute. Monax wieder mit dem Kill gegenüber Tobi. Wufi mit dem Refrag. Da klingt das nächste Köpfchen. Aber dann macht man es dann doch zu einfach. Marian mit der Respektschelle. Aber Short mittlerweile auch schon an der Stelle. Pusht man einfach durch die Smoke. Frech, wie die Russen das da spielen. Und North Lions, sie müssen jetzt langsam ins Spiel reinfinden. Die Ansätze sind gut. Aber sie machen es dann doch immer wieder zu einfach für die Jungs aus Russland. Haben die alle einen 1000er Ping? Gucken wir einmal gerade ganz schnell. Ne, 40 bis 60. Auch, dass er den Frag dann setzt. Also es wäre ein guter Ansatz, wenn man merkt, erlangen, dass man dort ist aktuell nicht direkt rauskommen kann. Dass man da halt eben wirklich mit viel Einsatz von Trap rechnen kann. Entweder halt wirklich sofort instant die Short Smoke zu werfen, um den Raum einzunehmen. Marian mit dem Doppelkill, haben sie sich aufgereiht. Damit jetzt Tempo angezogen, Mitte, so geht's raus. Aktuell nur Zen alleine auf der Side. Kriegt Nick den ersten schon mal rausgenommen. Sofort die Zange. Das Köpfchen sitzt nicht, damit die B-Side offen. Und die Bombe, die wird geplantet. Das sollte hier jetzt nicht mehr anbrennen. Dann kommen wir kurz zurück zur taktischen Stunde. North Lions muss schauen, wenn sie erlangen nicht rauskommen, weil Trap da momentan viel Utility einsetzt, entweder sofort Tempo aufnehmen und über Short Beine in die Hand Insta Short Smoke werfen, um da eben auch dann durchzupushen. Alternativ erlangen erstmal auflassen, die Mitte nur defensiv zu halten und halt late den Raum einzunehmen, weil nämlich dann am Ende stehen sie halt auch nur mit einer einzigen Person auf Erlangen und dann hast du halt eben auch den Raum zum Retake. Also das wäre so die taktische Idee für Erlangen einzunehmen, beziehungsweise das Spiel dann über Shorts schnell zu machen, den Raum auszunutzen. Trap wieder mit dem Doppelmolly in Richtung Lang, hinter Blue bzw. in die Langdoors rein. Also das muss man echt ausnutzen, wie Trap das hier aktuell spielt. Timing Langsmoke, um da halt nochmal die Blockade zu setzen. Und alle Jungs von North Lions wieder auf einem Spot. Und das ist das Gleiche, was sie auf Inferno machen, was denen immer und immer wieder zum Verhängnis wurde. In dem Fall kann man von Glück reden, dass Trap gar nicht versucht, hier auf Infos zu gehen und hier die Räume einzunehmen, sondern selbst ist einfach nur Default runterspielen. Erlangen einnehmen, dann late nochmal versuchen, den Raum auch vielleicht ein bisschen mehr einzunehmen. Jetzt aber der Opening in Richtung Lang, sofort die Rotation bei CT. Marian auf Short, der könnte hier einiges an Informationen geben, weil er müsste die Rotation hören. Beziehungsweise vielmehr die Rotation, die nämlich nicht einsetzt. Damit die fünfte Runde für North Lions. Aber es ist das Ähnliche, was wir auch schon auf Inferno gesehen haben. Wenn man da auf T-Side nicht mit seinen Ideen durchkommt, dann wird es im Normalfall tatsächlich dieses Grüppchen bilden und zusammen versuchen, was zu machen. Und das kann halt gegen ein Team, was auf Infoplays spielt, echt massiv zum Verhängnis werden. Mit Trap an der Stelle wirklich Glück, dass man da gar nicht versucht, irgendwie über Mitte Connector, über Mitte Tunnels, beziehungsweise B in Richtung Tunnels, sich vorzuarbeiten, Räume einzunehmen.
sondern den Raum halt gänzlich unbeobachtet lässt. Würde im Tunnels erfolgreich die Bombe gecallt. Ihr seht sofort die Rotation komplett in Richtung B. Und Alang versucht dann auch den Raum einzunehmen, damit ihr auch jetzt wieder viel, viel Information. Und jetzt halt eben auch dann gänzlich die Information. Man weiß, dass nichts in der Mitte und nichts Alang steht. Und dementsprechend kann man sich jetzt komplett auf die Verteidigung von B konzentrieren. Ich verstehe jetzt noch nicht, warum man da nochmal Richtung A rotiert. Aber Monax kriegt hier einen leichten Kill. Und hier kommt jetzt schon der Flank vom T-Spawn. Und das ist genau das, was ich vorhin angesprochen habe. Wenn du den Raum nicht hast und der Gegner das ausnutzt, dann wird es halt eben auch schwer, das nochmal auszuspielen. Lieber Tobi, Glück, dass er da nicht von der AWP gesnappt wird. Bindet das Köpfchen auch nochmal gegen Zen, aber die AWP, sie steht halt eben immer noch da. 30 Sekunden auf der Uhr, jetzt nochmal ein Tap, aber nein. Schwepp macht hier den Tap. Holt die 8. Runde. Mal wieder mit Flash Assist. Der Versuch, Alang den Opening zu bekommen. Antov gar mit der AWP auch jetzt auf 1 HP runter. Diesmal aber wieder soll man komplett über Short. Diesmal steht da aber wieder die AWP. Kriegt hier auch den ersten. Kein Refrag, sondern sogar noch den zweiten. Und kommt nochmal komplett lebend davon. Zen erfolgreich gegenüber Tobi. Und dann verfällt hier, oder zerfällt hier eben auch wieder die Runde. Das wird die 9. Runde für Trap. Und setzt damit die North Lions mächtig unter Druck, gleich für die City Side. Wenige Sekunden gespielt, Antofka mit dem Opening, Riddle mit dem nächsten gegenüber Tobi. 15 Sekunden von der Uhr runter und sofort sind es 2 Spieler weniger bei North Lions. Und dann ist es... Ah, hier stimmt aber auch jetzt gerade wirklich gar nichts mehr. Dann hat man noch das Pech, man würde die Nate werfen, dann springt man da noch aus Versehen mit rein. Somit 10 zu 5 Halbzeit. Und ja, mal jetzt eklig so einen Gegner zu bekommen. Also eklig finde ich eher gerade das Verhalten, wenn es wirklich so gekommen ist von Trap. Denn sie haben halt die ganze Zeit mit 4 Mann auf dem Server gestanden, haben wirklich die komplette Zeit ausgenutzt, die, glaube ich, laut Regelwerk erlaubt ist. Sind mit 4 Mann auch in die Knife gegangen. Und ich weiß nicht, ob es geplant war von den North Lions, so oder so, wenn man die Knife Round gewinnt, auf die Side zu beginnen. Fakt ist, wenn dem nicht so ist und man hat sich nur dafür entschieden, auf die Side zu beginnen, weil der Gegner halt zu viert ist und man schnell über die Cities halt rüberfahren kann, finde ich es halt echt mehr als unsportlich, dass man dann in letzter Sekunde und wegen mir gedanklich eigentlich schon zu spät dann noch den 5. Spieler nachzieht. Und vor allen Dingen der 5. Spieler, ich weiß nicht, rein vom Namen her ist er mir nämlich nicht bekannt, also scheint es mir eher sogar noch ein Stand-in zu sein, den man eben mal kurz schnell hergezaubert hat. Ich guck mal eben, vielleicht kriege ich das raus. Da ist der Matchroom. Okay, gut. Miff, doch kein Stand-in. Ist schon länger im Team drin. Hatte ich eben nicht auf dem Schirm. Aber nichtsdestotrotz finde ich das. Wenn es denn so ist, ich meine, es ist jetzt alles nur Vermutung,
finde ich das wirklich eine sehr, sehr unsportliche Sache. Unterstützt aber auch 4 Spieler des gegnerischen Teams Global Mute. Aber lassen wir das. Was kann North Lions jetzt machen, um auf der City Side wieder ins Spiel zu kommen? Sich wirklich auf die Basics zu konzentrieren. Alleinkontrolle anzuspielen, wenn das nicht funktioniert, dann wenigstens die Short-Kontrolle einzunehmen. Vielleicht auch erstmal etwas defensiver anzufangen, hier gar nicht zu versuchen, schnell in die Openings reinzugehen und sich wirklich erstmal auf die Basics zu konzentrieren und dann zu schauen, wie man das Spiel des Gegners adaptieren kann, wie man sich darauf einstellen kann, was macht der Gegner normalerweise und wie kann ich das kontern. Und von daher heißt es nun North Lions 5. Trap 10 Runden, zweite Halbzeit, wir sind live. Und North Lions nun mit der Aufholjagd. Über Tobi da. Ja, nicht der einzige Spieler mit Diffuser, aber einer der Spieler mit Diffuser. Alleine auf Alang vorgepusht. Wollte auf Information gehen. Und so nun die Side komplett offen und North Lions sofort im Retake. Und wenn sie die Runde verlieren, dann wird's eklig, das nochmal zu recovern bzw. aufzuholen. Alles über Short, nur ein Spieler City. Nun geht's auf die Side. Keinerlei Utility mehr. Also hier muss man jetzt komplett aufs Köpfchen gehen. Gegen 5 und Close Distance. Da ist die Glock halt einfach überlegen, auch wenn Wookie hier das Köpfchen noch findet. Aber nun Marian 1 gegen 3. Keine Chance mehr. 11 zu 4 für die Jungs aus Russland. Und North Lions. Bin gespannt. Sie stehen halt mit dem Rücken jetzt schon an der Wand. Werden sie reinforcen? Werden sie das Risiko gehen? Oder werden sie dann jetzt doch eher die Full Eco spielen, um nächste Runde zu kaufen? Es ist die Full Eco. Dann geht es nur hier die Mitte hoch, um vielleicht ein paar Fracks zu machen, um sich dann zu überraschen. Zen passt aber auf. Nimmt sich hier sofort 3 Fracks raus. Über Tobi mit dem Zeus. Und damit Full House, Miff und Zen mit 3 und 2 Frags. Und jetzt muss North Lions kaufen und jetzt müssen die Runden sitzen, weil sonst entgleitet das Spiel in Ganze. Und ich bin auf die taktische Ausrichtung gespannt. Also 3 Mann A, 2 Mann in Richtung Mitte bzw. B. Man entscheidet sich auch lang reinzugehen. Wookie mit der Support-Fächer, sondern möchte lang fighten. Kriegt hier auch direkt den Opening gegen Miff. Monax wird auch noch rausgenommen. Der Raum schon mal eingenommen. 2 Spieler Trap raus. Auch Nick genau mit dem Play, wie es vorhin gefolgt hatte. Defensiv den Raum nur halten. Und wenn, dann die B-Side unterstützen. Antov gar mit dem Opening. Aber nun Nick alleine auf B, 2 Spieler Mitte gefangen, Wookie mit dem Frag durch die Smoke und damit alleine noch Zen und der hat keine Chance. Also somit die 6. Runde für North Lions. Die 1. Runde, die sie hier nun in der Aufholjagd gewonnen haben. Einige stehen noch vor ihnen. Und weiter auf die Basics konzentrieren. Wookie nun auch mit der AWP. Mal nur ein Spieler Alang. Das könnte die falsche Entscheidung sein. Marian zwar mit dem Frag top mit. Und da kann man von Glück reden, dass Trap nicht Alang das Tempo angezogen hat. Aber Marian hier mit dem nächsten. Ganz, ganz wilder Play. Kickt hier sogar noch die Bombe gecovert. Sofort zieht man Mitte nach Utility, um hier die Bombe auch weiterhin zu halten. Marian verliert aber das Duell gegen den Spawn.
Bombe nochmal nachgesmoked. Milf und Zen stehen beide close. Antofgar nun langsam mit Support. Direkt die geführte 15. Smoke hinterher. Und Wilber Tobi hätte sich darauf fokussieren müssen, lang weiter zu halten. Was zur Hölle ist das gerade gewesen? Oh, ich möchte nicht wissen, was jetzt gerade auf dem Teamspeak los ist. Das ist eine Runde, die war so zu 98% safe in den Händen von North Lions. Die Bombe gecovert, 15 Smokes nacheinander da reingeworfen, um den Raum zu halten. Und dann verliert man am Ende das Duell. Ein Spieler von T-Spawn, der da den Druck ausübt. Und alles andere nahm dann seinen Lauf. Ja, Jelly, warte mal. Hast gerade 10 Sekunden weggeguckt. Ja, North Lions hat sich hier, ja, vielleicht, sagen wir mal, baiten lassen. River Toby hätte dort weiterhin einfach nur langhalten müssen, in einem Winkel, wo man von dem T-Spawn hätte nicht geholt werden können. Und dann hat sich das hier ganz, das Ganze würde ich ultra schnell gedreht. Und jetzt ist es halt für Trap auch ein leichtes Spiel. Sie haben den Waffenvorteil, spielen hier gegen den Force-Buy. Und dann ist es halt wirklich ein leichtes Spiel. Trap mit der 14. Runde. Und North Lions, sie müssen halt jetzt, ja, was willst du machen? Du hast kein Geld. Es wird jetzt aber nochmal reingekauft. Wookie mit der AWP. Ich glaube, dass die Jungs hier gerade maximal tilt sind. Trap lang einen raus. Und jetzt über Short aber auch Gas gegeben. Da steht Wookie zum Glück noch mit der AWP. Kriegt hier Antofgar schon mal rausgenommen. Auch Nick schon erfolgreich gewesen mit der Scout. Dass man da eine Molly hinwirft. Da sieht man aber eben auch das Köpfchen von Wookie. Wirf direkt mit dem nächsten von lang. Nick mit dem Jump Shot. Fast noch den nächsten hinterher. Kommt zwar viel Schaden machen, aber Miff, er läuft hier einfach durch, gönnt hier eine Schelle nach der anderen. Holy moly. Ich fresse ja gleich einen Besen, wenn ich sehe und merke, was hier passiert. Es ist maximal bitter. Und jetzt ist es halt eben auch so ein bisschen die Verzweiflungstat. Wookie mit der Schrotze. Nick nochmal mit der Scout. River Toby mit der Scout. Der Boost Richtung Short. Für alle, die das nicht kennen, das war übrigens der Fast Boost. Aber Trap geht halt einfach mit Ach und Krach direkt lang durch. Will hier schnell das Spielen beenden. River Toby überhaupt gar keine Chance zu reagieren. Und jetzt ist man halt einfach lang mit Gas durch. Und das musst du halt jetzt retaken. Da darfst du jetzt nicht nochmal reinfacen. Du musst jetzt warten. Und musst den Gegner auf die Side lassen. Hier wirst du es nicht mehr ausspielen können. Man versucht es zwar mit den Jump Shots. Aber Monax mit dem ersten. Monax mit dem zweiten. Wookie, Domi. Beide erfolgreich. Da hat man nochmal Glück. Und holy. Holy. Junge, das war ein 4K von Domi. Domi. Mit der MP9. Also immerhin Knochenregel Nummer 7 ist immer noch auf der Seite der Deutschen. Das hätte ganz schnell ganz anders ausgehen können. Aber es sind halt eben jetzt noch stolze ganze 8 Map- und Matchpoints. Du darfst dir halt jetzt echt keinen einzigen Fehler erlauben.
wieder viel Einsatz in Richtung Lang. Wookie blind mit dem Frag gegen Antofka. Bin ich gespannt. Wookie, nee, Nick in der Mitte. Domi diesmal aber mit dem Frag, den er kassiert. Nick trifft das Köpfchen mit der Scout nicht. Und jetzt halt B zu retaken. Es gibt keine schönere Aufgabe, die man sich in dieser Situation vorstellen kann. River Toby kriegt aber den Frag gegen Zen. 4 gegen 3. Support von Connection, von Tunnels jetzt auch da. Exit Smoke gelegt. Mit dem Raum genommen. Mit, aber mit dem Frag Monax, mit dem Frag Monax weiter. Und dann ist es das gewesen. 16 zu 7. Verliert heute Abend.